Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute meine liebsten veganen Eiweißpulver vorstellen. Ich habe nämlich in letzter Zeit oft in meinen Videos Shakes gezeigt, wo ich halt vegane Eiweißpulver benutzt habe und wurde dementsprechend auch gefragt, welches ich denn benutze. Ich muss halt dazu sagen, ich benutze verschiedene und ich habe mir über die letzten Jahre immer mal verschiedene angeguckt, ausprobiert und habe so meine Favoriten mittlerweile gefunden, die ich super gerne benutze. Ich möchte an der Stelle sagen, ich habe mir alle Produkte selber gekauft und das ist natürlich beruht alles noch meiner persönlichen Meinung, meinen persönlichen Erfahrungen und meinem persönlichen Geschmack. Und ich möchte da keinem zu nahe treten, der vielleicht ein anderes Proteinpulver oder eine andere Marke bevorzugt, sondern möchte euch einfach nur meine Favoriten zeigen, die ich super finde. Die möchte euch auch dazu noch vielleicht ein paar Tipps geben, wo ihr die Proteinpulver noch verwenden könnt, einfach Proteine zu euch zu nehmen, weil damit ihr auch einige Probleme haben. Und ich hoffe, ich kann euch da weiterhelfen und würde sagen, wir fangen auch mal direkt an. No Whey vorstellen, und zwar ist das Protein von Rocker Nutrition. Flavor Powder Videos, schaut auch gerne mal rein, wenn euch interessiert, welche Flavor Powders ich super gerne mag und welche super lecker schmecken. Und da habe ich auf jeden Fall das No Whey. Und das ist ein Mehrkomponenten-Eiweiß, welches aus 53% Erbsenproteinisolat besteht. Da ist Kürbiskernmehl drin, da ist Hanfsamenprotein drin, da ist Sonnenblumenprotein drin und da ist Walnussmehl drin. Kurz vorab, man muss natürlich sagen, Veganproteinpulver unterscheiden sich auch nochmal natürlich in ihrer biologischen Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit ist eine Kenngröße, die angibt, wie gut ein Protein nach der Nahrungsaufnahme in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden kann. Und das Maß der biologischen Wertigkeit hängt hauptsächlich von den vorhandenen essentiellen Aminosäuren und deren Maß zueinander ab. Solche Mehle oft verwendet, weil zum Beispiel sowas wie ein Kürbiskernprotein hat eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Da sind alle essentiellen Aminosäuren, die wir brauchen, drin vorhanden. In tierischen Produkten sind die generell schon vorhanden. Dafür ist zum Beispiel, kann es vorkommen, dass in den tierischen Produkten ein höherer Anteil an gesättigten Fetten ist und bei den veganen Eiweißpulver ist da meistens ein höherer Anteil an den mehrfach und einfach ungesättigten Fetten, also die für uns vielleicht noch ein Stück weit besser sind. Das ist jetzt einfach kurz so das wissenschaftliche Gerede dazu gewesen und hier haben wir wie gesagt Mehrkomponenten-Eiweiß. Kann natürlich sein, dass zum Beispiel das Erbsenprotein, was nicht alle essentiellen Aminosäuren enthält, ausgeglichen wird durch die Mehle, weil wie gesagt sowas wie Kürbiskernprotein, Hanfsamenprotein enthält nahezu alle essentiellen Aminosäuren und deshalb ist das sehr gut, dass es zumindest ein Mehrkomponenten-Eiweiß ist. Ich mag Hazelnut Cream. Es ist halt schon komplett leer fast. Super lecker. In zum Beispiel sowas wie Porridge finde ich den mega gut. Der schmeckt so ein bisschen wie wirklich Monte, wenn man das mit Sojajoghurt und Macadamia-Nussmus kombiniert. Das habe ich, glaube in einem Food Diary habe ich das mal gezeigt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also da müsst ihr, glaube ich, auch immer schnell sein. Ich habe gesehen, das ist total oft ausverkauft. Dann die Sorte Cookie Dough. Finde ich auch mega lecker. Das hat die gleichen Inhaltsstoffe so circa. Ich zeige euch auch einmal die Nährwerte. Vanilla Cookie Dough ist zum Beispiel mein Favorit im Joghurt. Also ich finde zum Beispiel mega geil, wenn ihr einen Sojajoghurt habt, macht da dieses Eiweißpulver rein und dann noch irgendeinen Apfel oder sowas dazu. Der Joghurt wird einfach viel dicker durch das Proteinpulver, weil ihr müsst wissen, durch diese Mehle sättigt es natürlich auch mehr Wärme. Hier 7,5 Gramm Ballaststoffe ist schon von Proteinpulver zumindest echt ganz gut. Wenn ich dafür ausgelegt, dass es jetzt eigentlich den krassesten Ballaststoffanteil haben sollte. Aber finde ich sehr gut. Fettanteil sind die veganen Proteine natürlich durch diese Nussmehle halt ein bisschen höher. Aber das stört mich persönlich überhaupt gar nicht. Und ich muss auch sagen, mich stört auch gar nicht dieser erdige Geschmack, den manche nicht so gern mögen. Ich finde, der ist bei allen Proteinpulvern, die ich hier zeige, wirklich relativ gering. Also dieses typische, was so sandig, erdig schmeckt, was viele nicht mögen, finde ich persönlich, ist heutzutage nicht mehr so extrem vertreten. Und deshalb, ja, das ist auch eine super leckere Sorte. Das Himbeer Coconut, Raspberry Coconut Whey. Das ist jetzt noch in der Osteredition. Das schmeckt wirklich auch super lecker. Ich muss auch mal gerade riechen. Also die sehen, wie gesagt, alle echt eigentlich gleich aus. Wie halt so ein bisschen Sand, ne? Aber das schmeckt super gut als Shake. Also das finde ich auch im Joghurt lecker. Aber das zum Beispiel trinke ich aktuell super oft in meinem Shake, den ich mit auf Arbeit nehme. Wenn meine Food Diaries regelmäßig schaue, wird das schon kennen, dass ich oft so einen großen Shaker dabei habe. Da mache ich Mandelmilch rein oder Hafermilch
und dann gieße ich das mit dieser, mache ich da ganz viel Proteinpulver rein, teilweise 40 bis 50 Gramm und dann bin ich ready to go, habe mein erstes Eiweiß drin und mich sättigt es einfach besser als auch normales Whey-Protein und ich vertrage es auch besser. Ich benutze hier gar kein Sojaprotein und ich benutze auch kein Reisprotein. Das zum Beispiel von ESN werden mir vielleicht auch jetzt einige schreiben, finden die super lecker. Das benutze ich zum Beispiel nicht, weil es auf Reisprotein-Basis ist. Ich bin nicht so der Fan von Reisprotein. Da streiten sich die Geister, weil Reisprodukten oft eine hohe Arsenbelastung hat. Natürlich werden die Produkte auch getestet, keine Frage. Aber ich finde auch von der Löslichkeit ist Reisprotein einfach nicht so gut. Zum Beispiel Hanfprotein ist super gut von der Löslichkeit. Habe ich auch zu Hause, bestelle ich immer bei Koro zum Beispiel. Das zeige ich aber nicht unter meinen Favoriten, weil es einfach wirklich ein gesundes Produkt ist, was ich jetzt nicht so pur trinken würde. Das habe ich dafür hier ja auch mit drin und deshalb sind die drei schon mal echt zu empfehlen von Rocker Nutrition, das No Way. Ich habe mir die beiden neuen Sorten auch noch bestellt, Buttermilk Lime und Frappuccino. Das werde ich, habe ich noch nicht erhalten leider und ich werde die dann in meinen nächsten Videos auf jeden Fall testen und euch auch immer mein Feedback dazu geben, falls es euch interessiert, weil ich da wirklich super gespannt drauf bin. Die Sorten klingen ultra lecker, wirklich. Also gerade Frappuccino stelle ich mir mega geil vor mit ein bisschen Crushed Eis, im Sommer ein bisschen Milch rein und dann kann man das wirklich wie so einen geilen Starbucks Frappé trinken. Und Buttermilk Lime stelle ich mir auch wieder im Joghurt super lecker vor und da kann man bestimmt mega coole Rezepte mitmachen. Komme ich zum nächsten Eiweiß, das von Monutrition, das Total Vegan. Das finde ich persönlich auch echt lecker. Erinnert mich an irgendwas aus meiner Kindheit. Auch ein Erbsenproteinisolat, also besteht 60% aus Erbsenproteinisolat, Kürbiskernmehl ist da drin, Kakaopulver, Sonnenblumenprotein, also auch wieder mit Mehlen vertreten, auch wieder ein Mehrkomponenteneiweiß. Die Sorte Chocolate Fudge ist auch echt gut, also gerade auch so Porridge ist das eine wirklich leckere Sorte. Zum Beispiel zusammen mit dem No Way Hazelnut, das ist so eine geile Kombination, wirklich. Mal mit anderen Schokoproteinpulver übergehen würde. Und zwar das neue von der Sunny Nose von Zack Plus oder von Health Plus Nutrition. Das ist eine Unterfirma, ich lasse mich nicht lügen, von Zack Plus. Auf jeden Fall hat das die liebe Sunny Nose rausgebracht und ich finde es so toll, wirklich einfach. Es schmeckt ein bisschen weniger süß als das zum Beispiel. Ich finde aber persönlich, die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind der absolute Wahnsinn, wirklich. Sie hat da so viel gute Sachen reingepackt. Ich finde es schade, dass die Angabe nicht steht, wie viel von was drin ist. Finde ich persönlich sehr interessant, aber steht nicht mit drauf. Da drin ist Erbseneiweiß, indische Stachelbeerpulver, MCT-Fettpulver. Soweit ich nicht weiß, ist da auch Reishi-Pulver mit drin. Viele Sachen, die sind alle in Bio-Qualität und viele Sachen, die wirklich auch aus naturheilkundlicher Sicht positiven Effekt haben können, das ist immer wichtig, interessiert auch gar nicht jeden. Mich persönlich interessiert es aber schon und deshalb finde ich es ganz toll, in einem veganen Protein das so hinbekommen zu haben. Das habe ich auch noch relativ neu. Das sind immer kleine Pulverlis, die so ein bisschen nach Erde aussehen, aber das ist wirklich ein ganz tolles Eiweiß. Und das zum Beispiel mische ich mir dann super gerne mit dem Hazelnut Cream, einfach weil das halt noch ein bisschen süßer ist, das ist ein bisschen weniger süß und die ergänzen sich wirklich perfekt zusammen. Rein optisch finde ich es nicht so hübsch. Ich finde den Deckel mega cool. Die Verpackung finde ich jetzt nicht so schön, wenn man danach gehen würde. Aber darum geht es mir wirklich nicht. Gut schmecken und sich gut lösen. Die No Ways finde ich da persönlich echt Granate. Die sind richtig gut, aber das ist zum Beispiel, wie gesagt, auch ein Eiweiß. Wenn ihr auch nicht das so süß mögt, wirklich versucht, auch auf den gesundheitlichen Aspekt zu achten, kann ich euch das wirklich von Herzen empfehlen. Schon zu den letzten beiden Eiweißpulvern. Und zwar einmal von der Firma Vivo, das Perform Protein mit in der Geschmacksrichtung Salted Maca Caramel. Das finde ich auch ein super geiles Produkt. Einfach weil es aus fermentierten gelben Erbsenprotein unter anderem besteht. Fermentierte Lebensmittel sind für uns ja, sehr gesund, einfach weil sie sehr gut für unsere Darmbakterien sind, für die Darmflora sind und dementsprechend da wirklich einen guten, positiven Aspekt mitbringen. Was ich halt schön finde, ist auch hier das Kurkuma drin, direkt in Kombination mit Pfeffer. Kurkuma ist natürlich ein super Entzündungshemd und man kann es aber am besten aufnehmen in Kombination mit schwarzem Pfeffer und es ist
mega gelungen. Das riecht zum Beispiel gar nicht so geil. Also es riecht eigentlich so nach nichts, würde ich sagen. Das schmeckt wirklich lecker. Also das trinke ich auch super gerne als Shake, weil ich so gut wegtrinken kann. Da gibt es auch noch mehr Sorten von, die habe ich nämlich getestet. Banana Cinnamon soll zum Beispiel auch super lecker sein, aber Salted Maca Caramel, wer gerade so ein bisschen dieses Karamellige mag, ist mit dem Protein genau richtig. Und vor allem, wenn es da auch wieder um gesundheitlichen Aspekt vor allem, der direkt auch noch eurem Körper was Gutes damit tut. Meine neueste Errungenschaft ist das Atlas Smart Snacks. Bei Instagram bisher bekannt, habe ich sie zumindest entdeckt. 45% auf Erbsenprotein-Isolatbasis ist Mandelprotein. Die Sorte ist ja Vegan Iced Coffee Vanilla und das hat mich überzeugt. Das musste ich haben und das ist für mich wirklich richtig geil. Ja, gerade wenn ich arbeiten bin und ich will ja nicht so viel Kaffee trinken, morgens, wenn ich meinen Shake trinke, das ist so eine gute Abwechslung. Von den Inhaltsstoffen auch noch ein bisschen abwechslungsreicher sein, aber ich bin da vollkommen zufrieden mit. Und das hat auch einen sehr hohen Eiweißanteil. Also wir kommen hier auf knapp 75 Gramm Eiweiß. Sogar Bohnenkaffeepulver drin. Finde ich mega cool, wirklich. Das schmeckt richtig gut. Und wer sich ein gutes Eiweiß, was auch nicht allzu teuer ist, weil die wohl in ihrer eigenen ihre eigene Produktionsstätte haben. Das heißt, deshalb ist der Preis dann natürlich auch nicht so teuer, weil sie ja keine externen bezahlen müssen und dementsprechend kann man das dann günstiger anbieten, was ich total toll finde. Somit sind wir jetzt auch am Ende des Videos angekommen und ihr seht, ich finde die alle super toll. Also ihr könnt die wirklich unterschiedlich kombinieren. Ihr könnt die Schokogeschmäcker super ins Porridge machen. Ihr könnt damit aber auch einen super leckeren Shake kreieren. Das ist mega easy. Ihr könnt es in Joghurt rühren, gerade die No Ways würde ich euch sehr empfehlen, wenn ihr was sucht, was ihr gerne einfach in Joghurt rühren könnt, was ein bisschen Geschmack gibt und das Ganze so ein bisschen andickt, dann seid ihr mit den No Ways genau richtig, weil die ganzen Konsistenz hier am dicksten und machen mich persönlich am längsten satt. Wenn ihr was sucht, was so easy runterzutrinken geht, dann seid ihr mit diesem Vivo Protein oder auch diesem Atlas Protein absolut richtig. Und das von More Nutrition würde ich mir persönlich, glaube ich, jetzt nicht nochmal nachkaufen, muss ich sagen, weil ich einfach das hier entdeckt habe und mir persönlich die gesunden Inhaltsstoffe dann wichtiger sind. Jedem, den es aber wirklich um Geschmack geht, nur besser behaftet als mit dem Vegan Protein von Health Plus. Und ja, ich bin auf meine No Ways gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall, wie gesagt, ein Feedback geben. Schaltet in meine nächsten Food Diaries rein, dann werdet ihr es bestimmt sehen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit meinem kleinen Schätzchen hier hinten. Und ihr wisst jetzt, was meine Favoriten an Proteinpulvern sind. Ich würde euch alle von denen, die ich euch jetzt gezeigt habe, empfehlen. No Way ist das, was am besten satt macht und was ihr super gut auch in Joghurt einrühren könnt, dass es andickt. Und gerade sowas wie Vanilla Cookie Dough passt perfekt mit Apfelsoja-Joghurt. Das ist so eine gute Kombination. Die anderen sind halt eher der gesundheitliche Aspekt für mich im Vordergrund. Die kann man aber auch super als Shake trinken. Im Porridge habe ich es noch nicht probiert. Ich glaube, würde ich auch gar nicht. Das Atlas als Kaffee, als Coffee. Genau, damit macht ihr alles richtig. Also wenn ihr jetzt mal so die ein oder andere Inspiration brauchtet, seht ihr das ja hier, ihr seht ja die unterschiedlichen Preise und was euch dann halt wichtiger ist, das ist auch einfach Geschmackssache. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Inspiration mitgeben und ihr habt jetzt so eine kleine Idee, was ihr euch kaufen würdet. Wenn ihr euch was bestellt, schreibt es mir mal super gerne in die Kommentare. Ich würde mich mega darüber freuen, mal zu lesen, was ihr jetzt davon am besten fandet oder ob ihr vielleicht auch noch Empfehlungen habt, wie gesagt. Da ist ja jeder unterschiedlich und hat seine eigenen Vorstellungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich wie immer super doll. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.